Botswana. Es ist eines der letzten Tierparadiese unserer Erde. Und wer es besucht, erlebt Abenteuer pur. Im Okavango-Delta trifft man alles, was in Afrika Rang und Namen hat. Und das alles in einer wunderbaren Kulisse. Unsere Reise beginnt am frühen Morgen in Johannesburg. In unserem Fahrzeug haben wir alles dabei, um uns selbst zu versorgen. Nach einigen Stunden Fahrt machen wir die erste Pause. Viel Zeit bleibt nicht, denn bis zu unserem heutigen Ziel sind es noch 630 Kilometer. Am späten Nachmittag treffen wir endlich im Rhino Park ein. Da die Sonne schon am Horizont steht, machen wir uns sofort auf, um vielleicht doch noch Nashörner zu sehen. Im Sonnenuntergang gelingen uns dann doch noch einige spektakuläre Aufnahmen der hier lebenden Tiere. Das ist der Graulalmvogel. Ah, den haben wir gesehen. Ja, und gestern gesehen. Und der heißt auf Englisch auch Go Away Bird, weil er eben sagt, Go Away! Go Away! Am nächsten Morgen geht es dann weiter Richtung Maun. Am Mittag machen wir eine Pause, um uns für die noch vor uns liegende Strecke ordentlich zu stärken. Mit einem Rundflug erhalten wir einen Überblick über das Okavango-Delta, wo wir die nächsten Tage verbringen werden. Nach wenigen Minuten öffnet sich unter uns eine völlig unbesiedelte Ebene. Der Okavango ist hier der größte Lebensspender. Der 1800 Kilometer lange Fluss entspringt im regenreichen Hochland Angolas. Den Ozean wird er nie erreichen. Doch bevor er in der Kalahari verdunstet oder versickert, verwandeln seine Wassermassen die Gegend in ein einmaliges Feuchtgebiet. Schwimmen sollte man hier nicht. Schwerere Badegäste halten das Delta schon besetzt. Trotz ihres gemütlichen Aussehens sollte man einen Bogen um die angriffslustigen Tiere machen. Die Nacht verbringen wir in der letzten festen Behausung für die kommenden Tage. Am frühen Morgen packen wir nur die nötigsten Sachen und Ausrüstungsgegenstände in einen Jeep. Mit unserem bisherigen Fahrzeug ist jetzt kein Weiterkommen möglich. Jede Bude wurde extra gemacht.
Dann heißt es schon wieder umladen. Ab hier geht es nur noch mit den kleinen Kanus der Eingeborenen weiter. Alles, was wir in den nächsten Tagen benötigen, muss mit. Die Erhabenheit der Landschaft erspürt man im Mokoro genannten Einbaum am intensivsten. In den Booten muss man nur wenig Angst haben. Denn die erfahrenen Ruderer behalten die Übersicht und haben einen ausgezeichneten Gleichgewichtssinn. In den Booten fährt man vorbei an Flusspferden, Elefanten und Krokodilen. An Land gehören Löwen, Leoparden, Giraffen und Nashörner zu den Wildtieren. Wir sind angekommen. Hier werden wir die nächsten Tage verbringen. Danke. Kurz vor Sonnenuntergang erkunden wir die nähere Umgebung. Wir sind schon sehr zeitig aufgestanden, um mit den Booten zu unserem ersten Ausflug zu starten. Alle sind schon aufgeregt. Groß ist die Erwartung vor der ersten Pirsch. Nicht weit vom Ufer entdecken wir Pferden von Gnus und Flusspferden. Ganz leise nähern wir uns einer Gruppe Zebras.
Die Steppenzebras leben in kleinen Gruppen zusammen. Diese bestehen meist aus mehreren Stuten, den Jungtieren und einem Hengst. Wenig später sind wir am nächsten Wasserlauf angekommen. Hier müssen wir sehr vorsichtig sein, denn es sterben mehr Menschen durch Flusspferde als durch Löwen. Flusspferde verbringen die meiste Zeit des Tages im und unter Wasser. Selten sieht man die Tiere mit ihrer sonnenempfindlichen Haut tagsüber an Land. Es wird immer wärmer. Außer einer Giraffe haben sich die meisten Tiere in den Schatten geflüchtet. Auch eine Gruppe afrikanischer Wildhunde hat es sich im Schatten gemütlich gemacht. Als Rudeltiere jagen sie vor allem Beutetiere wie Gazellen. Ein Leopardenweibchen macht es sich ebenfalls unter einem Baum gemütlich. Wir sind so nah, dass man glaubt, es streicheln zu können. Leoparden jagen meist in den Abendstunden, wenn es nicht mehr so heiß ist. Sie nutzen ihren Vorteil, dass sie nachts besser sehen können wie ihre Beute. So können sie sich leichter ihren Beutetieren nähern. Ganz in der Nähe ist eine Gruppe Warzenschweine auf Futtersuche. Jetzt sind sie sicher, denn in der Mittagshitze ist keine Jagdzeit. Wenn sich am Mittag die Hitze des Tages langsam legt, treten nach und nach Büffel aus dem schattenspendenden Schutz der Bäume. Und plötzlich hat sich wie aus dem Nichts die Ebene vor uns mit vielen Tieren gefüllt. Am Wasser haben sich die ersten Elefanten eingefunden, um zu trinken.
Hier im Okavango-Delta finden sie ausreichend Wasser und Nahrung. In ihren Rüssel passen bis zu 10 Liter Wasser. Die Schakale liegen schon auf der Lauer. Die Jagd beginnt mit der anbrechenden Dunkelheit. Von den eindrucksvollen Erlebnissen sind wir hungrig geworden und machen eine kurze Rast. Jeden Abend kommen die Elefantenherden, um ihren Durst zu stillen. Ein ausgewachsener Elefant benötigt dafür am Tag etwa 100 Liter Wasser. Am Abend sitzen wir noch lange am Feuer und unterhalten uns über die fantastischen Erlebnisse des Tages.